Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich aus Attendorn? Nein, aus Helden. Das aus Helden. Attendorn, ja. Ah, ja, ja, sicher, dann gehört ja genau. Zu Attendorn. Sagen wir, haben Sie eigentlich auch ein Internet? Ja, so ein ganz langsames. Oh, ja. Ist gar nicht mehr. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und dann weiß ich, glaube ich, sogar, bei wem wir sind. Wo sind Sie denn bei wem? Telekom. Ja, ich habe mir gedacht. Ja. Ne? Ach, mein Name ist Alvis Arns. Ja, und ich höre Alvis Arns Senior. Ich muss ja jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, oder? Aber ich will euch jetzt mal aus meiner Sicht den Döneken erzählen, dass er glaubt, dass ich euch bekrücken wollte. Will ich aber nicht, oder? Also, als ich neulich in Dünschle über die Felder gegangen bin, da habe ich gesehen, wie sie am Wegesrand am Busche waren. Auf die Frage an den Bauarbeiter kam die Antwort, dass sie ein Telekom-Kabel verlegen würden. Ja, ich war da neugierig, nicht? Und habe dann in die Erde geguckt, was sie da am Reinlegen waren. Ja, ich meine, ich habe ja geglaubt, dass sie da ein Breitbandkabel fürs Internet reinlegen. Was soll ich sagen? Ich habe aber nur ein rundes Kabel gesehen. Ein breites war da nicht zu finden. Oder? Ja, und dabei haben wir in Dünschle ja nur so ein langsames Internet. Ja, ich selbst habe ja gerade mal 300 Kilogramm Bits in der Sekunde Upload. Ja, theoretisch. In der Wahrheit ist das aber viel langsamer. Ja, das ist wie der ICE, der darf auch nicht so schnell fahren, obwohl er schnell fahren könnte. Lass uns doch mal einen Praxistest machen, oder? Jetzt habe ich ja mal einen Versuchsaufbau hier, oder? Also, ich schicke jetzt eine 200 Megabyte-Datei direkt auf meinen Server. Nicht? Und nicht über wireless LAN, das ist ja zu langsam, oder? Sondern gleich über einen Router, nicht? Direkt ohne Umwege. Oder wie der Engländer sagt, straight ahead. So, ist jetzt genau 7.15 Uhr. Oder wie der gepflegte Mitteleuropäer sagt, 4:07. Und dann drücke ich jetzt mal auf Senden und dann gucken wir mal, wie lange die Datei braucht, bis sie abgeloadet ist. Angekommen, wohl. So, ist jetzt 8.35 Uhr. Ja, eine Stunde, 20 Minuten haben die Daten einen Upload gebraucht, wohl. Das ist traurig, wohl. Ja. Ja, Internet haben wir auch. Ja, ist das denn schnell oder langsam? Ja, langsam. Oh, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Und bei welchem Anbieter sind sie? Bei Telekom, bei Telekom, bei Telekom, bei Telekom. Das ist so langsam, dass der Papa mit dem Rollator schneller durch Dünschle läuft, als die Daten in meine Telekom-Leitung unterwegs sind, oder? Ja, wer ist dann in Schuld? Die Bundesregierung, wohl. Also, das Bundeskabinett hat ja beschlossen, dass jeder Haushalt bis zum Jahr 2018 an schnelle VDSL angeschlossen sein soll. Das soll aber 20 Milliarden Euro kosten. Sie haben aber nur 2 Milliarden, oder?
frage mich, wie sie das da nicht bezahlen wollen. Obwohl, ich glaube, ich habe da eine Lösung. Also die haben sich bestimmt vertan mit dem Kalender und haben statt auf den gregorianischen, auf den islamischen Kalender geguckt. Ja, und da ist nämlich erst 1436. Oder? So, und jetzt aber zurück zum Telekom-Kabel nach Deutschland. Oder? Also, ich habe da mal bei der Stadt in Attendorn angerufen und gefragt, was sie denn da für ein Kabel reingelegt hätten. Und ob das nicht vielleicht doch ein Kabel für das schnelle Internet, also das Breitbandkabel sein könnte. Ja, die Antwort war schon erstaunlich, oder? Ja, die haben mir gesagt, dass sie das nicht wüssten. Ja, auf die Frage, wie das denn sein kann, kam die erschöpfende Antwort, dass die Stadt nur zu prüfen hätte, ob sie eine Bauregel einhalten würden oder so ähnlich. Und was soll dann da offiziell drin liegen? Da haben sie gesagt, so was wie ein Reparaturkabel. Ja, das sind dann wohl Aussagen von Telekoms Gnaden, oder was? Ja, und was liegt dann da inoffiziell drin? Und warum haben sie nicht gleich, als die Erde schon auf war, Breitbandkabel gleich mit reingelegt? Ja, Fragen über Fragen, oder? Also, da muss man sich mal vorstellen. Da buselt einer Graben, legt was da rein, macht es wieder zu, und die Stadt weiß gar nicht, was da drin ist. Ja, da kann wohl jeder in die Erde reinlegen, was er will. Ne? Ob Leichen, ob Geld oder Müll. Ja, Hauptsache, der Graben hat die richtige Breite und die Tiefe. Oder? Ja, so sind sie eben, die Deutschen. Oder? Also da ist es gar kein Wunder, dass Wale abgehört werden können. Oder? Also es wird ja eh gemunkelt, dass der NSA Zugang zum Telekomnetz hat. Oder? Ja. Bei den Regeln geht das auch, ne? Also da geht der Geheimagent zur Stadt und sagt, er will ein Kabel in die Erde legen, ne? Und der Mitarbeiter fragt, wie breit und wie tief ein Loch sein soll an den Graben. Ja, und dann kriegt er eine Genehmigung. Toll, oder? Liebe Stadt, am Ende war das in Dünschle gar nicht der Telekom, sondern der NSA, um den politischen Ortsverein von Dünschen in der Dorfkneipe abhören zu können. Oh? Inoffiziell, versteht sich. Ist ja nicht auszudenken, was die für die Amerikaner wichtige Entscheidungen treffen. Ne? Für schnelle Internet ist das Kabel ja offiziell wohl nicht. Liebe Telekom, ich schenke euch jetzt mal virtuellen Rollator, damit das Internet in Dünschen